Ja, Leute, ich habe gehofft, ich muss nie so ein Video starten. Also das Video so starten mit diesen Bildern. Ihr habt ja die Bilder schon gesehen. Ihr habt es ja schon gesehen, wie es ausschaut. Und das ist das Endergebnis im Eimer. Schade, dass die Aktion Funnel zerstör mich Abwrackprämie schon vorbei ist, denn wir haben wieder einen Funnel entdeckt. Und schade, dass wir mit ihm nur 6 Mal rauchen durften. 6 Mal ungefähr haben wir geraucht, ja. Dafür hat sich's eigentlich nicht gelohnt, ja. Kurze Lebensdauer, Funnel nie kaufen. Spaß. Ja, und ja, scheiße war's. Aber zum Glück ist die MPS heil geblieben. Aber zeig doch mal, was die MPS hat, doch ein Kratzer am Die Glas. ist übelst gefallen, also aus dieser Höhe. Ist sie gefallen, Leute, also ja. nur zur Info für die Qualität von der NPS. Und warte, wo haben wir's? Irgendwo muss was Farbiges sein, genau. Wie sieht man es? Moment, scharf stellen. Ja, jetzt sieht man es, hier ist es, hier. Das ist das Einzige, was er Das abbekommen hat, obwohl Einzige, sie was sie bekommen hat. aus einer guten Höhe geflogen ist, dieses Ding. Ja. Seht ihr ja auf die Fotos, wenn das nochmal zurückspult. Ja. Da seht ihr, wie das da liegt. Hammerhart, aber sonst lebt sie noch. Zum Glück. Unsere alten Pfeifen da oben natürlich auch, nur ein Regal, wie gesagt, Ja, überprüft und hier. das hier ist geflogen. Die eine Shisha hat leider auch nicht ganz überlebt. Wo haben wir es denn hier? Aber ist auch ganz geblieben. Kann man auch rauchen. Das ist kein Loch. Nur kaputt. Ja, die anderen Shishas leben alle noch. Ja, da passiert nichts. Das sind Und ja, 3 Shishas sind leider gestorben. Oder wie zwei. viel? 2 Shishas. Zwei. 2 Shishas sind Da liegen sie gestorben. auch. Alles am Arsch, wir haben noch nicht alles aufgeräumt. Ja, sieht noch ziemlich aus wie Sau hier. Aber wir müssen jetzt einfach rauchen. Ja, dann fangen wir gleich an direkt mit dem Review. So, Leute. Ja, nach diesem Unglück kann man keine 2 Tage aus dem Haus gehen. Mal einen Jens besuchen und nach Rusten in Europapark zu fahren und die Cindy aus Marzahn zu sehen. Nein, was passiert in der Zeit? Babam, babam, alles geht kaputt. Naja. Und wie? Naja. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, servus Leute, Big B und Olli sind wieder da. Aber Das darf natürlich nicht fehlen. sowas passiert halt nun mal auch im Raum des Rauches. Ja. Ist halt so. Jo. Wo sind die Eiswürfel hin? Das weiß ich nicht, mein Sohn. Auf jeden Fall legen wir jetzt mal Scheiße. los. Der Olli kann ja suchen. Die habe ich Ja, unten oder? stehen Achso, war lassen. schon unten stehen lassen. 100 Pro. Also dann runter mit dir, du Luder. Ich zeig euch mal, was gibt's heute zu rauchen. Und zwar. Na klar, Mix Flames. Die neuen Sorten von Nakla gibt es ja jetzt. Deutsches Produkt, 50 Gramm, 4,20 Euro. Gehobene Preisklasse mittlerweile. Und ja. Nakla hat ja ein paar neue Sorten rausgebracht. Und in der ersten Produktion, wie schon erwartet, ein bisschen feuchter. Kann ja gut möglich sein, dass es wieder passiert. Dass es danach wieder nachlässt von der Feuchtigkeit. Wir haben schon ein paar Leuten den Tabak zum Testen gegeben, noch keinen Fazit, kein Urteil bekommen, aber ich zeige euch einfach mal den Schnitt. Schön feucht, also man muss nicht unbedingt nachfeuchten den Tabak und auch Äste drinne. Und Geruch brutal nach Zimt. Boah. Ich rauch doch kein Zimt. Mann, was hast du mir schon wieder angetan hier? Ich habe den Tabak geschenkt bekommen, ja, aber nicht mal geschenkt will ich den rauchen. So eine Scheiße, ey, hier. Mann. Ja, da unser Funnel ja kaputt gegangen ist, haben wir halt jetzt einen weißen Funnel. Gut, dass wir immer einen auf Proviant haben. Oh, wie ich Zimt liebe. Ich hoffe, dass wir das heute schon rauchen. Stell dir vor, das ist Zimt. Oh, wie geil wäre auch mal wieder Zimt. Und der riecht auch voll nach Zimt, ja. Oh Mann, ey, wer Zimt raucht, ey, der Der frisst halt frisst neulich kleine den. Kinder, würde ich gerade sagen, ja. Oh. Oh, sogar der Eiswürfelbehälter ist kaputt gegangen. Ja, sieht Also so da aus. müssen Kräfte gewirkt haben, das ist ja nicht mehr Hier. normal. Das gibt's ja nicht. Ja, die MPS, die hat alles vernichtet, aber. MPS hat viel vernichtet, ja, aber sich selber nicht. So gehört sich das ja auch. So, erstmal einen Baum wegschmeißen. Zack. Kein Baseballschläger, wie der Jens erst hatte. Nee. Das ist ein Baum, der ist schlimmer. Ja, und jetzt probieren wir einfach mal den geilen Tabak. Aber erst, also die Tabaksorten, die neuen sollen gut sein. Habe ich schon von vielen Leuten gehört. Vigitoni zum Beispiel hat ihn auch schon getestet. Der ist auch überrascht gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, komm, probieren wir auf jeden Fall. Und es ist Zimt. Ja, Zimt. Ja. Nein. Sebastian! Ja, Sebastian! Hey Jens, Kennst du ihn, Jens, oder? Jens, nein. Kleiner Insider Jens, ich hoffe, du guckst natürlich diese Stelle. Ja, Sebastian.
Pizza. Wie wär's mit Pizza, Pizza, Jens? Pizza wäre jetzt schon gut, gell? Pizza. Das wäre, glaube ich, schon gut, Pizza, gell? Ja, Pizza wäre jetzt schon gut, Jens. Ja, Pizza. Pizza wäre gut. Alina, was sagst du? Pizza? Pizza, Pizza wäre schon gut jetzt, gell? Ja, für alle, die es nicht wissen, warum wir jetzt Pizza sagen. Wir haben bestellt bei Pizza. Sofort Pizza. Pizza gehen. Sofort. Pizza sofort. Also so, im, genau. Internet, ja. In Karlsruhe. Und wie lange hat es gedauert? Oh, keine 20 schnell. Minuten, keine 30 Minuten. Nein, keine 40 Minuten. Sondern eine Stunde auch. 40. Und was haben wir bekommen? 1,50 Euro Rabatt. Ja, Mann. Unglaublich. Mach mal die Lochen. Mach mal die Lochen. Haben wir doch noch. Ja, dann mach. Haus drauf, wir müssen loslegen. Haben wir doch noch. Also Tabak riecht nach Big Red Kaugummis. Unglaublich, die Alufolie hat es überlebt, die ist nicht kaputt gegangen. Ist unglaublich. Ja, unfassbar. Das ist. So, ja, drei Bambuchas drauf, Atomlochung, zwei Lagen Alu. Als wir gestern im Europapark waren und wir die Nachricht bekommen haben von dem Unfall in diesem Shisha-Raum, da haben wir erstmal Schweigeminute eigentlich. Erstens das und das Jens dann gleich. Verdammt! Ja, dem ging es auch ganz nahe an sein Herz. Aber an seine Seele. Die gute Nachricht war, es gab ja schlechte Nachricht, im Raum des Raumes ist ein Unfall passiert und die gute Nachricht, die LPS lebt. Juhuhu. Die zweite gute Nachricht, wir haben immerhin, sind die aus Marzahn getroffen. Was, die gute Nachricht? Unglaublich. Die, Leute, die also, ist so hässlich, haben, die ist noch ekliger wie im Fernsehen. Wir hatten nur Pech die zwei Tage. Sind die aus Marzahn? Unglaublich. Was ist denn da passiert? Wieso schon das, grüne Streifen? Das war schon. Ja, und jetzt legen wir los. Zimt-Tabak, hoffentlich kein Scheherazade-Style. Sonst war es eine kurze Session. Wir weinen unseren Kopf mit dem Zimt-Tabak ein. Geil, stimmt. Sebastian! Ja! Kennst du ihn? Er kennt ihn nicht, Jungs! Er kennt ihn nicht! Sebastian! Ja! Jetzt komm! Jetzt komm! Leute, ihr müsst ihm helfen. Schreibt sie mal, was ich meine. Ja, ja! Mach mal, lass mich mal da unten gucken bei den Kommentaren jetzt. Ja, ah, jetzt! Stimmt! Oh mein! Mmh, taste good! Also, kennt jemand den Maler? Wie heißt der nochmal, der immer, der Maler? Der Engländer oder was? Oder der Ami oder irgendwas? Was ist denn das für einer? Der Bob Ross heißt. Bob Ross, genau. Kennt jemand den Maler? Bob Ross kommt im Fernsehen ab und zu immer. Das ist der Beste immer. Bob Ross, kennst du Bob Ross? Kennst du auch nicht, oder? Das ist so mit Afro-Frisur, ein Weißer mit Afro-Frisur. Bob Ross malt immer und dann. Oh, fantastic! Look at this! Ah! It's so nice! Ah, der wo im Fernsehen malt. Ja, sag ich ja. Ja, ja, auf ja. Auf BR Alpha, ja, oder wie genau, weiß. Genau, look den at this! Ich, ja. It's fantastic! Oh my genau. Goodness! Oh. Genau, wo er anfängt hier zu mischen und dann. Oh! Tastes good! Fantastic! Oh my God! Noch nicht. Vielleicht zumindest mal einfacher zu rauchen wie starb. Eine Scheherazade. Ja, aber ich merke schon wieder. Ich muss was trinken. Lass mir Rinda, den Sevilla. Weiß ich ja nicht, wer das erst gesagt hat. Oh. In einem Video. Also wegen Big Red. Ja, Big Red. Wer den Big Red Tabak wirklich mal gegessen hat. Genau, diesen Kaugummi Big Red. Und dem der schmeckt, 1:1. Also derjenige hatte recht, wo das im Video gesagt hat, das ist wirklich 1:1. Also der Zimt-Tabak, der jetzt mit dieser Mischung, oh. Ist einfacher zu rauchen wie dieser Puder. Ja. Einfacher zu rauchen, nicht besser. Ja. Außer jemand, der liebt den. Ich liebe Big Red Tabak. Tabak? Auch nicht. Entschuldigung, Kaugummi. Oh, hier sind nur lauter Scherben. Was ist das hier? Da schneidest du überall. Ja, ich habe vorhin auch geschnitten ans Sicherheitsglas. Ah, oh, das kannst du nicht rauchen, ey. Also, ich will den Shop eigentlich gar nicht nennen, wo man den Tabak kaufen kann. Ja? Aber ich will ja nicht so sein, ja? Daniel, ich sag's dir, wenn du mir nochmal sowas schickst. Ich hab gedacht, du schaust meine Videos an und weißt, dass ich Zimt nicht mag. Aber was schickt er mir? Der Flames, ja? Es gibt ja so viele Sorten. Wie wär's mit Cosmopolitan gewesen zum Beispiel? Nein, da muss er ja Flames nehmen. Es war doch klar, dass er Flames nimmt, ja? Ja, das hat er gewusst. Der hat es schon gewusst. Daniel, ich sag's dir. Bad Kreuznach ist unsicher jetzt ab heute. Sag's oh, dir, ja? Wir kommen vorbei.
mit 50 Autos. Und dann sieht dein Raum oder deine Lagerhalle so aus, wie unser Shisha-Raum heute Morgen ausgesehen hat. Mit vielen Scherben. Ja, und wer ist dieser Daniel? Das ist der Shopbetreiber von shisha-flair.de. Also, komm ey. Also ich sag mal so, klare Kaufempfehlung für Zimttabak oder den Mark. Also besser wie der Scheherazade auf jeden Fall. Ja, hau mal erstmal der Windschutz drauf. Besser wie damals der. Hau mal der Windschutz drauf. War das Nagler damals? Der Nagler? Allererste? Ah ja, das war bestimmt so ein Xöff, ja. Weiß so ich nicht mehr. Aber das ist ja auch wieder Nagler. So ein Pampa halt. Ja, aber das ist ja die neue Sorten und die neuen Sorten, die schmecken intensiver, die schmecken stärker nach dem, was es schmecken sollte und das stimmt auch. Also die Nagler, neuen Sorten von Nagler, die sind wirklich gut gelungen, also jetzt mal um ernst zu bleiben, die sind wirklich gut geworden, das hätte ich selber nicht gedacht. Es gibt viele Sorten, ich kann ja mal schauen, es gibt sie in 50 Gramm für 4,20 € und in 200 Gramm für 12,90 €. Das tun wir so jetzt echt mal einmal, oder? Doch, das probieren wir noch. Es gibt zum Beispiel auch den Cosmopolitan, den hätte mir zum Beispiel, oder den Shisha on the Beach, den hätte mir auch schicken können. Aber nein. Ja, weißt du, von dem hat er den meisten da. Ice Lemon mit und Brandy gibt's da noch. Ja, ja, aber was schickt er mir? Aber ich muss jetzt ehrlich sein, egal was er sagt. Ich finde, man kann ihn auf jeden Fall rauchen ohne Windschutz. Ist fertig? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall. Weil er schmeckt interessant nach Zimt. Aber ja, Geschmackssache. Der brennt doch schon wieder im Hals. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Windschutz. Ich weiß gerade auch, dass es schärfer wird. Scharf wie Chili. Dampfer fängt jetzt auch wieder gut an, aber er wird wirklich intensiv. Jetzt wird es schon stark, jetzt pass auf, jetzt geht's los. Ich will das wieder übertreiben. Ja, ich habe ja einen Kübel hier. Ah, wir müssen noch ein Lob aussprechen an den Steinfunnel von Shiatsu. Er hat überlebt. Rauch weiter, komm. Er hat überlebt. Ich muss jetzt hier ein bisschen was anderes erzählen, dass ich nicht rauchen muss. Er hat überlebt, aber ein bisschen hat er auch Leid davon getragen, aber nur ein bisschen. Also nur hier dran. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Er hat ein paar Kratzer abbekommen, aber er lebt. Er ist auch aus einer Höhe von hier ungefähr, ist er gefallen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie er runtergefallen ist, aber auf jeden Fall ist er gefallen und er lebt noch, genauso wie die MPS. Ja. Jetzt hört euch den Huster an. Es ist sehr derb intensiv. Hör auf. Derb. Warum sagst du das jetzt? Das weiß ich. Dass du das gefasst bist. Jetzt kannst du. Scheherazade 2 oder was? Oh nein. Also, nee, sorry, muss ich leider dagegen stimmen. Klar, er mag den Zimt wirklich. Sicher nicht, er mag nicht, das wissen wir. Der verarscht auch jetzt nicht, der macht das nicht zum Spaß, das ist wirklich ernst. Ich kenne ihn, wenn er Verarschungswürger macht, das ist echte. Aber ich finde, man kann ihn rauchen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, gut, gerade nicht, weil jetzt ist wirklich sehr stark. Alter, ich wollte nie wieder reiern vom Rauchen. Oder wenigstens ansatzweise. Jetzt ist er gerade so stark wie erst in der Shisha-Bar die eine Pfeife vom. Vom Sisa? Vom Sisa. Oder Sisa, je nachdem, wie das aussieht. Igelglaskopf, schön voll gemacht. 5 Kohlen drauf, 5 Kokobrikos. Ja. Ich und Jens haben es gerade so geschafft, Minzsirup, genau, im Wasser. Minzblätter noch im Wasser. Und Powermint im Kopf. Also komplett alles durch Minze. Das war richtig hart. Der war knapp. Ja, ja, jetzt ist. Dann lass es lieber. Gänsehaut! Ich habe einfach eine Zimtallergie. Das liegt daran, ich habe damals gespielt von Tequila-Zimt. Und seitdem kann ich es nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen. Das geht einfach nicht mehr. Aber jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt kommen schon die ersten Tränen. Ja, also Zimt-Tabak. Danke, Michi. Heißt du. Nein, wie heißt es? Sag ich jetzt Michi oder was? Jetzt gucken wir doch mal. Daniel heißt er. Jens, es ist jetzt keine Strafe oder so. Ich würde so gerne den Tabak schicken zum Testen. Wir schicken dir einen Shot. Ich habe aber ja nur. Ich habe ja nichts mehr. Was? Das ist schon alles gewesen. Also hast du einen Shot gekriegt? Keine komplette Packung. Doch, eine komplette Packung. Die habe ich aber schon weitergegeben. Ach so, schade. Habe ich schon weitergegeben. Weil ich hätte dir nur geschickt, wenn du gesagt hättest, ja, schick sie mir. Ach, nee. Danke. Hast du den auch nachgefeuchtet dann gehabt? Nee. Okay, weil der raucht ziemlich gut für Nagler. Hör auf.
Aber anderes sollte testen wir schon noch. Ja. Um wirklich mal Statement zu machen. Daniel, schick mir bitte Cosmopolitan zu. Oder ich erwähne nie wieder deinen Shop. Denn das war tödlich, was du mir hier geschickt hast, ja? Das war wirklich tödlich. Das ist ein Genickbruch für deinen Shop. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, Freund. Du weißt es ja. Aber damit machst du mir keine Freude. Ja, dann kommen wir dann zum Endfazit, glaube ich, weil ja. Das Video geht schon gut. Ja, ist mir egal. Die Leute, die haben Spaß an dem Video. Ich zieh nochmal. Vorsicht, da nicht gerade viel harmloser. Nee, ich höre jetzt auf, ich mag nicht mehr. Also, ich sag auf jeden Fall Kaufempfehlung für alle, die Zimt mögen, wie beim Scheherazade. Nur ist der besser. Der ist besser, der schmeckt noch intensiver, der ist noch viel geiler. Aber das stimmt schon, die neuen Nagler-Sorten sind wirklich gut geworden. Also, wer bis jetzt nicht zufrieden war mit den Nagler-Sachen, kauft sie. Nagler Mix Flavor sind wirklich gut geworden. 4,20 Euro dafür auszugeben ist auch noch okay. Und 12,90 Euro für 200 Gramm, das ist super günstig. Und deswegen probiert's ihn, er ist wirklich gut. Wir probieren auch, wie gesagt, die anderen Sorten, Shisha Cosmopolitan, Nagler Mix Shisha Cosmopolitan, so heißt er. Den probieren wir noch, wenn wir ihn bekommen von Daniel. Ich weiß ja nicht, wie er drauf ist zurzeit. Auf jeden Fall sage ich, kauft's ihn, Kaufempfehlung. 1:1 wie Big Red, wie ich vorhin schon gesagt habe. 1:1, aber ohne Scheiß, weil ich mag den Kaugummi. Ich esse ihn zwar ganz selten, aber er hat auch diese frische Note. Also ich kann mir fast vorstellen, dass das gar nur Minze mit dabei ist. Deswegen ist es sehr interessant. Also von mir sogar persönlich einen Daumen nach oben für das, was es ein Zimttabak ist. Ja, schön. Also alle, die wollen mal probieren wollen, ihr macht ja nichts falsch, ihr kotzt da bestimmt nicht ab. Außer ihr seid wirklich so allergisch gegen Zimt wie hier. Big Twee. Ja, aber haut's der Windschutz nicht unbedingt drauf, weil dann wird er richtig stark. Ja. Aber wie gesagt, das war's für heute. Ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen und vergesst nicht drunter zu schreiben, wer das ist. Sebastian! Ja! Haben wir doch schon gelesen da unten. Ja! Sebastian! Ja, und deswegen sage ich danke, macht es gut, bis die Tage. Big Twee und Olli sagen Servus, ciao, ciao, goodbye.